Herzlich willkommen zu unserem Kongress Bewusstsein sich selbst sein. Heute haben wir ein ganz spezielles Vergnügen. Wir haben ein Gespräch mit Werner Schumacher. Herzlich willkommen. Guten Tag, ganz meinerseits. Werner Schumacher war lange Zeit in leitender Funktion in verschiedenen betrieblichen Institutionen und Marketing. Vielleicht magst du dann ein klein bisschen noch darüber erzählen, es war so viel. Aber heute bist du Berater und vor allem mit der Quantenphysik unterwegs, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, ja. Aha. Also ich war früher so in den 80er, 90er Jahren recht viel in Indien im Bereich Yoga, Meditation und bin dann später so ins Business eingestiegen, so in leitenden Funktionen im Bereich Seminare, Weiterbildung, Heilpraktikerausbildung in Deutschland und in der Schweiz und habe selber mal eine ganze Kette gehabt, gell, und war dann auch im Firmenmarketing in dem Bereich, habe teilweise auch international Therapeuten nach Deutschland gebracht, gell, also schon im sehr großen Stil und bin eben über die Heilkunde, ich bin nebenher noch Heilpraktiker, eben auf die Quantenphysik gekommen und habe gemerkt, dass da ein riesiges Potenzial ist, was einfach brach liegt und was sowohl jetzt im medizinischen, aber auch im bewusstseinsmäßigen Bereich einfach darauf wartet, einfach in Firmen, in Betriebe, in das Bewusstsein allgemein reingenommen zu werden. Und das mache ich jetzt seit 6, 7 Jahren sehr erfolgreich mit unterschiedlichsten Klienten, also im ganzen deutschsprachigen Bereich und teilweise sogar darüber hinaus. Sehr spannend. Ich nehme das Stichwort Bewusstsein auf. Wie würdest du denn für dich Bewusstsein, dich Selbstsein definieren? Ist ein schwieriges Begriff, weil, sagen wir so, wir lernen das nicht in der Schule oder an der Universität. Es ist keine Kategorie, was man so wie Mathematik oder wie Sprachen lernen. Gell. Ich sehe es, sagen wir so, für mich, wie gesagt, ich komme stark aus der Meditation. Es ist einfach ein Raum, ein schöpferischer Raum, der ist nicht leer, sondern der will gefüllt sein. Und sagen wir so, es liegt einfach an mir selber, dieses Potenzial, dieses Bewusstseins, einfach dieser Möglichkeiten in mir zu entfalten und in Interaktion einfach mit der Außenwelt zu treten. Es ist ein Medium, mit dem man arbeiten kann. Ja. Ein plastisches Medium. Spannend. Wie bist du denn überhaupt auf diesen Weg gekommen, Meditation, Heiler? Also Heilpraktiker zu werden und so weiter. Ja, also das war, sagen wir so, ich habe klassisch studiert, Germanistik, Geschichte, so habe so da in Deutschland mein Staatsexamen gemacht, aber mir hat gleich früh die ganze Ausrichtung an der Universität nicht so gut gefallen. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe dann auch psychosomatisch heftig reagiert und sagen wir so, der Weg in die Meditation oder in die Bewusstseinsforschung, das war mehr, sagen wir so, auch anfällig krankheitsbedingt, eine Notwendigkeit, mich umzudenken. Gell? Und daraus habe ich dann nach und nach einfach eine Berufung gemacht. Erst ein Beruf und jetzt mehr eine Berufung. Du machst ja, arbeitest ja mit Geschäften vor allem. Genau, ja. Wie bist du denn auf den Business-Bereich gekommen, Quantenphysik im Business anzubieten? Ja, naja, sagen wir so, ich habe eigentlich meine eigene Biografie genommen, zu merken, wie gesagt, dadurch, dass ich in leitender Position richtig in der Geschäftsleitungsebene in vielen Unternehmen tätig war und auch viel das ganze Beratungsgenre sehr gut kennengelernt habe, die Möglichkeiten, auch die Grenzen gesehen habe, und es selber auch praktisch an mir selber sehen konnte, was da machbar ist und was nicht, dann habe ich natürlich recht schnell merken können, dass da irgendwas fehlt, so was ich einfach, sagen wir so, wo neue Möglichkeiten entstehen können, einfach die aber im Normalfall im Business, was sehr linkshirnorientiert, sehr zahnorientiert ist, einfach so nicht angewendet wird. Gell? Und da habe ich einfach dann sehr schnell sehen können, dass das ein Gebiet ist, wo zunehmend auch eine Offenheit einfach auch von klassischen Unternehmen da ist und das immer mehr auch gern gesehen wird. Wie geht denn das, wenn ich jetzt als Kunde zu dir komme? Was benötigst du da von mir und wie funktioniert das? Naja, sagen wir mal so, ich arbeite auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, das Ganze ist ja nicht nur eine technische Seite. Ich muss mit dem Person muss das Gefühl haben, dass sie mit mir kann. Einfach, dass da
ein Kontakt ist, gell, der irgendwie stimmig ist, wo man einfach das Gefühl hat, ja, man kann eine Zeit lang miteinander einfach gut arbeiten, den Weg gehen. Und dann braucht es natürlich auch einen bestimmten Stoff, ja, das im Betrieb, das kann alles sein, das kann Personal sein, das kann Finanzen sein, das kann strategische Ausrichtung sein, das kann Gesundheitszustand sein, also die ganzen allfälligen Dinge, die in jedem Betrieb da auftreten können, da kann ich einfach dann diesen Bewusstseinskern einfach mit reinnehmen, um zu schauen, was da einfach zusätzlich an Möglichkeiten entstehen kann. Und da habe ich verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die man dann auch sehr punktgenau und sehr differenziert anwenden kann. Welche Wirkung hat denn das, was du mit dem Geschäft tust, auf die Leute, die Personen, die dort drin sind? Also sagen wir mal so, wie gesagt, dadurch, dass ich das klassische Beratungsgenre recht gut kenne, gell, weiß, kann ich auch einschätzen, so wo ich etwa mit meinen Möglichkeiten stehe. Und es kommt immer ganz individuell auf die Firma drauf an. Es gibt Firmen, die stehen kurz vor dem Quantensprung, da gehen Schritte sehr, sehr schnell. Gell. Und es gibt andere Situationen, die sich über lange Jahre angestaut haben, wo einfach ein längerer Beratungs- oder Umstellungsbedarf notwendig ist. Gell. Das ist ganz, ganz individuell. Also von herausragenden Punktlandungen, wo wirklich sich alles innerhalb von Stunden, Tagen ändert, bis zu Aufträgen, wo einfach es 2-3 Jahre dauert, bis einfach so eine Bewegung stattfindet. Und welche Punkte nimmst du da denn rein? Ich brauche, sagen wir mal so, ich arbeite, wie gesagt, gern mit dem Kopf einer Firma, mit dem CEO oder dem Geschäftsführer, weil da ist einfach das ganze morphische Feld der Firma drin, gell? Hilfreich ist auch, wenn ich ein Logo habe der Firma, weil da auch ganz viel Information drin ist. Gell? Und praktisch mit einem, über diese Gespräche und dem Bild einer Firma kann ich das einfach über eine spezifische Software, kann ich Informationen in das Gedankenfeld einer Firma reinbringen, sodass einfach Prozesse, die vielleicht sonst sehr schwierig waren oder gar nicht gesehen worden sind, die Möglichkeiten, die da drin sind, deutlich schneller einfach zum Vorschein kommen. Du hast ja auch einen sehr großen spirituellen Hintergrund. Ja, ja. Lässt du den einfließen? Den lasse ich, das kommt, ich sage mal so, das ist, ich komme meistens in den Prozess mit den Firmen rein, mit den Inhabern, gell, und dann kann ich immer schauen, inwieweit ist da eine Offenheit, inwieweit ist da nichts. Was ich, sagen wir so, mein Antrieb oder was ich bei den Leuten einfach so gerne sehe, ist, wenn sie einfach neugierig sind. Ein guter Unternehmer, der muss heute neugierig sein. Der muss neugierig sein zu sehen, was gibt's am Markt. Gell. Der muss auch über den Tellerrand mal hinausschauen von dem, was er klassisch kennt. Gell. Und solche Leute sind für mich immer attraktiv. Da ist dann, und es kann wirklich ein ganz gestandener Unternehmer sein. Das muss jetzt nicht jemand aus der esoterisch-spirituellen Ecke sein. Gell. Ich habe den Schreiner um die Ecke, genauso wie ein Banker in Zürich oder ein Therapeut in Hamburg, ja, also das ist querbeet durch alle Branchen. Ja, wichtig ist, dass man offen ist für Neues. Das ist eigentlich die Grundbedingung. Ja. Und dann, wenn sich dann da spirituelle Dinge entwickeln, ist manchmal erstaunlich, wenn die Leute dann, wenn man sie näher kennt, was sie erzählen, ja, was da plötzlich für ein Background da ist, den man im Vordergrund erstmal überhaupt nicht gedacht hat. Ja. Und definitiv, also was ich sehe, ist einfach inzwischen auch in ganz klassischen Unternehmen eine große Offenheit, solche Dinge einfach auch mal, zumindest mal auszuprobieren und nicht von vornherein abzulehnen. Wenn ich das so richtig verstehe, dann machst du es mit dem Geschäft, die ganze Bewellung, wie du das nennst, ja. Und das mit der Person selber. Machst du da einfach nur Gespräche oder... Ja, ja. Also sagen wir so, ich habe eine bestimmte Technik, so wie man eine klassische Software hat, gell, die auf quantenphysikalischer Basis aufgebaut ist, wo ich einfach über, wie ich gesagt habe, ein Bild oder ein Logo einer Firma Informationen hinterlegen kann, die fortlaufend dann auf das Informationsfeld dieser Firma besandt wird, gell. Und das Zweite ist dann, da ist eben auch wichtiger, das in der Quantenphysik gibt es einen Beobachtereffekt, dass praktisch der Beobachter am Messergebnis dranhängt, gell, sozusagen. Also es gibt nicht ein Außen, was immer gleich ist, immer messbar ist, wie die normalen, wie wir das in Beruf und Schule lernen, sondern der Quantenphysiker selber seine Intention entscheidet, zum Beispiel, ob er ein Elektron als Masseteilchen sehen will oder als Informationswelle.
Und der Übergang von Welle zu Materie ist da fließend. Und deswegen brauche ich diesen Input, auch diesen Prozess mit dem Unternehmer, damit nicht nur eine leblose Software da dahinter läuft, sondern dass das Ganze auch lebendig und kraftvoll in eine Richtung geht. Hast du auch schon Unternehmer erlebt, die auch in ihrer Persönlichkeit, in ihrer persönlichen Entwicklung da Schritte gemacht haben? Also das ist meistens nach einer gewissen Zeit, vermischen sich persönliche Dinge mit geschäftlichen Dingen. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich die Geschäftsführer gut da abholen kann, wo sie sind. Gell? Und es sind ja auch Menschen wie wir alle, gell? Mit ganz normalen Nöten. Gell? Und wenn da mal ein bestimmtes Vertrauensverhältnis ist, dann kommt es meistens auch in andere Bereiche, gesundheitlicher Art zum Beispiel oder kommunikativer, partnerschaftlicher Themen. Das spielt ja dann auch letztendlich immer auch eine Rolle. Gell? Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. In jedem erfolgreichen Unternehmer steckt eine starke Frau, sagt man zum Beispiel. Gell? Solche Dinge spielen natürlich oft eine große Rolle. Gell? Ich spüre da bei dir eine ganz große Freude, dies zu tun. Wie bist du denn auf Quantenphysik gekommen? Da habe ich selber, also ich habe die Dinge, die ich so mache, selber durchgelernt sozusagen, manchmal mehr unfreiwillig als freiwillig. Und mir ist im Jahr 2007 was richtig Heftiges passiert. Ich habe da innerhalb von 4 Wochen habe ich meine damalige Frau, unsere gemeinsame Firma und ich bin ausgezogen, auch das Haus verloren. Es war so out of the blue, innerhalb von 4 Wochen stand ich da mit knapp 50 Jahren da vor einem ziemlichen Loch. Ja, hat echt Panik, wo es lang geht. Gell? Und also meine Frau war in Kur und hat ihren Kurschaden gleich mit heimgebracht, gell? Mit in die Firma gebracht, das war eine Personalberatung, die sie geleitet hat oder wir gemeinsam. Auf jeden Fall, dann bin ich über einen Zufall oder wie auch immer auf jemanden gestoßen, der diese Methoden anwendet, die ich jetzt auch mache. Ich habe diese Technik an mir ausprobiert und dann bin ich einfach statt der erwarteten Depression und langen Sinnsuche und Therapie und so weiter, bin ich dann innerhalb von 3-4 Monaten einfach rausgekommen aus diesem Loch. Ja, das war eine richtige Schnellgeburt oder einfach ein großer Wechsel in der ganzen Energie und bin dann richtig so in meine Zielrichtung gegangen. Und das war sehr gewaltig einfach. Das war sehr stark, ja, was sowohl auf der menschlich-persönlichen Ebene als auch auf der Business-Ebene, was da mit mir passiert ist. Und das ist natürlich eine irre Power, die da freigesetzt worden ist. Und da kann mir niemand was vormachen, dass es nicht funktioniert oder wie auch immer. Ich weiß da sehr genau, wovon ich rede. Und das ist natürlich auch das Material, was ich mitbringen kann bei der ganzen Sache. Also das ist die persönliche Erfahrung, es funktioniert. Ja. Ja, und auch später nochmal was ganz Praktisches erlebt. Ich hatte, durch bestimmte Umstände bedingt, hatte ich früher sehr viel Angst vor der Kaltakquisition. So, das war für mich immer ein rotes Tuch, dass man da eben abgelehnt wird und man beschimpft wird oder wie auch immer halt, was da alles da so der Verstand einem sagt. Und dann habe ich das über eine Kollegin einfach mal über solche quantenphysikalischen Methoden an mir, es war eine 5-Minuten-Übung, haben wir das einfach dran gearbeitet und dann hatte gerade so eine Aktion, wo ich das nochmal angehen wollte und dann bin ich so einen richtigen Rausch reingekommen, was Akquisition betrifft. Also ich bin durch Industriegebiete in jede Tür rein, ob klein, ob groß, ich habe mich nicht mehr stoppen lassen und es war dann schon auch faszinierend zu sehen, was so eine kurze Übung, ja, wo mal ein anderer Berater Tage, Wochensätze braucht, um da irgendwas zu verändern, wie das dann bei mir durchgeschlagen hat. Gell. Und heute ist die Kaltakquise eigentlich die meine absolutes Markenzeichen. Ich bin da einfach sehr, sehr gut drin. Gell. Und will es auch nicht mehr missen. Und das sind natürlich so auch ganz praktische Erfahrungen, die jetzt nicht irgendwie spirituell esoterisch sind, sondern sehr praktisch in Firmen notwendig sind. Gell. Das ist natürlich dann da zeigt sich einfach, wie die Materie einfach damit verändert werden kann. Du hast da Angst angesprochen, also wäre das überhaupt auch eine Methode, die man viel mehr anwenden könnte bei Ängsten? Also sagen wir so, ich erlebe es immer wieder auch selber bei mir, aber auch bei Kunden, dass wenn man diese,
diese, ich nenne es Quantenbesendung, macht, dass das wie so wie Rückenwind ist im Leben. Man hat wie so einen zweiten Akku hinten dran, der einem immer wieder unterstützt in Prozessen, wo man vielleicht einfach normal immer ein bisschen aneckt oder Schwierigkeiten hat. Und wenn Ängste da sind, dann ist es leichter, einfach mit so einem Akku hinten dran einfach da durchzugehen oder das Ganze einfach für sich aufzulösen. Ja. Und hast du da vielleicht gerade so eine kleine Übung, die man machen kann, wenn man da in so einer Situation ist? Jetzt es gibt eine ganz simple Übung, die jetzt eigentlich auch recht bekannt ist, und zwar können wir ja auch zusammen machen, gell? Und zwar die ist auch bekannt, wie gesagt, aus anderen Bereichen. Man nimmt einfach mal die Hände und man hat hier so wenn man das Ende der Hand zusammennimmt einfach, und dann sind die Finger genau aufeinander. Und wenn man den längsten Finger nimmt, den Mittelfinger, sind die entweder gleich groß oder einer ist größer oder einer ist kleiner. Und wenn man jetzt den einen nimmt, einfach der kleinere, oder wenn sie gleich groß ist, ist es egal, und sich nur einfach gedanklich mal den einen Satz sagt, der Finger wächst einfach. Und das einfach mal so auf sich wirken lässt. Ja, dieser Finger wächst, ja. Das einfach spürt, wie auch wie die Wärme spürt, einfach ein Kribbeln manchmal, gell? Und das einfach mal 10 Sekunden einfach wirken lässt, ohne jetzt da sehr aktiv reinzugehen, einfach nur diesen Satz, der Finger wächst, einfach zu machen. Und wenn man es dann wieder einfach diese Prüfung macht, ja, dann ist in 80% der Fällen, bei mir ist jetzt auch der rechte, ist fast ein Zentimeter größer wie der linke, gell? Und das zeigt einfach allein, was ein einziger Gedanke in der Materie ausrichten kann. Wie stark einfach das zusammenhängt. Gell? Auch welche Möglichkeiten wir da zusammen haben, wenn man seine Gedanken, sein Gedankenfeld einfach neu ausrichtet. Gell? Und auf der Ebene ist ein großes Gebiet, ein weites Feld, wo wir einfach durch unsere Prägung in Schule, Beruf, wir haben es einfach vergessen, diese Möglichkeiten, die einfach existieren. Gell? Also das heißt, die Gedanken verändern? Ja. Auch mehr auf Intuition wahrzunehmen. Ja, ja, ja. In denen mehr zu vertrauen. Ja, also diese Quantenphysik, das ist keine lineare Arbeit, so von A nach B nach C, sondern das ist eine multidimensionale Arbeit. Ja. Das arbeitet nicht nur mit dem linken Gehirn, das arbeitet mit beiden Gehirnhälften zusammen, in Verbindung mit dem Herz, das ist auch wichtig. Gell. Das Ganze ist auch eine physikalische Sache. Wir wissen, dass das Magnetfeld des Herzens sehr, sehr stark ist. Das sind mehrere Meter rechts und links. Gell? Dass auch mehr Nervenimpulse vom Herz zum Gehirn gehen als umgekehrt. Gell? Und es geht einfach darum, diese Ebenen, die wir einfach teilweise verlassen haben, wieder zusammenzubringen. Gell? Und auch das auch ganz praktisch zu merken, was da für ein Einfluss im Grunde genommen stattfindet. Das heißt, wenn ich eine Vision habe, könnte ich auch mit dieser Vision ein bisschen mehr in die Materie bringen. Ja, ja, ja. Sie können einfach, wie gesagt, mit dieser Veränderung des Gedankenfeldes und diesem zweiten Akku hinten dran, mit diesem Rückenwind, einfach Dinge heute schneller und präziser in die Wirklichkeit reinbringen. Gell? Oder wenn ein Konflikt da ist, dass er sich anders und neu löst. Gell? Und das ist einfach so das Spannende an der Arbeit. Gell? Das geht auch mit Projekten, nicht nur mit Geschäften, oder? Es geht mit allem. Es sind alle Themen, wie gesagt, überall sind ja Quanten. Das ist ja ein Teil der Existenz. Gell? Das können sowohl materielle als auch immaterielle Themen sein. Das können Personalbereich-Themen sein, Finanzierungsprobleme. Das können Karriere-Themen sein, gesundheitliche Themen. Das ist also, sind alle Bereiche einfach da zu integrieren. Was hat denn diese langjährige Tätigkeit, welche Auswirkungen hat die auf dein Privatleben gehabt, wenn ich das fragen darf? Ich bin jetzt viel freier und ich kann sagen, mir geht es sehr, sehr, sehr gut, gell, sowohl auf der persönlichen als auch auf der partnerschaftlichen Ebene. Gell, so, es hat sowas wie... Ja, es ist so eine gewisse Reife und eine gewisse Ruhe ist da eingekehrt. Gell? Wobei ich muss auch sagen, ich habe 6 Patchwork-Kinder großgezogen in meiner damaligen Ehe. Das war schon ein richtiger positiver Gewaltakt. Und heute genieße ich mir die Zeit, wenn ich einfach mehr als eine Zweierbeziehung habe. Und kann aber definitiv sagen, dass der ganze Fokus, der Raum, auch was Partnerschaft betrifft,
deutlich genährt ist und sehr, ja, sagen wir so, insgesamt sehr angenehm ist. Du hast ja gesagt, du hast eine langjährige Meditationspraxis. Ja. Wendest du die heute noch an? Bitte? Wendest du die heute noch an? Ja, also ich war in den 80er Jahren, war ich in der ganzen Osho, Bhagwan, Puna-Bewegung drin, habe das alles so mitgemacht, Puna und die ganze Amerika-Geschichte, die da war. Und das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Ja, witzigerweise, Osho, also Bhagwan hat mir damals schon den Namen Consciousness, Bewusstsein gegeben, gell, so, also der, als Sanskrit-Name. Das ist mir heute noch sehr wichtig. Gell. Jetzt heute hat sich natürlich auch mein Feld weiter ausgedehnt. Ich habe andere Meister kennengelernt, Meditationen, die frei sind, die sei es buddhistischen oder anderen oder auch aus keltischen Regionen kommen. Gell. Und da hat sich einfach so eine Mixtur ergeben, die einfach, ja, wo ich einfach merke, was mir gut tut oder nicht. Gell. Das Ganze ist nicht mehr irgendwie eng oder so. Ich nehme mir halt das, wo ich einfach weiß, was mir gut tut und was wichtig ist. Ändert sich auch abends. Hat auch diese Quantenarbeit eine Auswirkung auf dein Körperbewusstsein bekommen? Ja, sagen wir mal so, die Möglichkeiten, einfach, sagen wir so, sich selbst zu heilen, sind natürlich deutlich, die wachsen natürlich sehr, sehr mit diesen Methoden sehr. Immer, da gibt es auch immer wieder neue Entwicklungen. Also sagen wir so, ich habe eine große, eine fast hundertprozentige Unabhängigkeit jetzt von Ärzten oder der Schulmedizin. Hängt natürlich auch mit meinem, als Heilpraktiker, mit meinem Background zusammen. Und sagen wir so, mein Körper ist sehr, kann ich sagen, sehr, der reguliert sich sehr selbst, sehr, sehr gut selbst. Und ich habe da zum Glück eine hohe Autarkie erreicht, gell, was mir sehr wertvoll ist. Gell. Aber ich tue auch was dafür, mache Yoga, mache Karate, spiele Fußball und wie gesagt die Meditation. Also ich bin da schon recht aktiv, aber es braucht es einfach auch in der heutigen Zeit. Gell. Ja. Ist da auch Ernährung ein Thema für dich? Ernährung ist auch ein Thema. Also ich bin jetzt nicht klassischer Vegetarier oder Veganer oder so. Was mir wichtig ist, ist so, sagen wir so, Yoga der Ernährung. Für mich ist wichtig auch, wenn ich was esse, dass ich das segne. Einfach so dieser Ansatz, denn auch von Emoto ist da vielleicht leicht ein Thema, einfach, dass man gute Gedanken schickt, gell, dass man das Essen aufwertet, dass man sehr bewusst isst. Gell. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Gell. Weniger jetzt was, also ich habe da nicht so eine, ich esse auch mal ein Eis oder mal was Süßes. Gell. Es ist mehr so diese innere Haltung, die ich dazu habe. Und es ist ja bekannt, dass diese Energie dann auch sich auf das Essen auswirkt und entsprechend einfach oder der Nährgehalt einfach deutlich, deutlich besser ist. Das hat auch sehr viel mit Entwicklung des eigenen Bewusstseins zu tun, ja, wenn ich mich mit Anwendung auseinandersetze. Ja, ja, ja. Da ist ein starker Gewinn dabei. Ja. Viele können sich ganz schlecht darunter etwas vorstellen. Wenn sich jemand da Mühe hat, sich damit zu befassen, hast du da ein kleines Bild oder eine kleine Übung oder einen Hinweis, wie man sich das so vorstellen kann? Es ist eine sehr mentale. Ja, also ich mache es immer so, wenn ich jetzt einen Kunde habe, ich mache meistens die Erstbesendung immer erst kostenfrei, ja? Weil ich will, dass die Person eine eigene Erfahrung macht. Gell? Und wenn ihr merkt, dass da einfach was ist, was sich dann verändert in dem Zeitraum, dass man das mal eine Woche macht oder so, dass ein Schlüsseltraum passiert, dass ein großes Thema sich plötzlich auflöst, gell, dann lohnt sich's natürlich, dann brauche ich nicht mehr zu argumentieren. Einfach, gell. Also dann ist der Groschen gefallen und dann lohnt sich's auch für mich, dass man dann einfach weiterarbeiten, gell. So als Hilfe vielleicht, als Bild, so das Ganze hat ja auch eine, sagen wir so, ist ja nichts Neues. Es gibt im Grunde gibt es ja nichts Neues auf der Erde, sondern es sind ja auch altes Wissen, was neu sich immer wieder zeigt. Und so ein bisschen Ähnlichkeit hat meine Arbeit so mit so einer klassischen alten tibetischen Gebetsmühle. Gell? Nur, dass ich jetzt nicht der Mönch bin, der da davor sitzt und betet, sondern ich habe eine Software einfach, die Arbeit macht, gell? Auch wo sehr präzise Daten hinterlegt sind. In dieser Gebetsmühle ist ja ein Zettel drin, wo für jemand irgendeine Fürbitte drin ist. Gell? Und das Ganze ist da nicht jetzt mit Religion gekoppelt, sondern mit Bewusstseinsentwicklung. Gell?
Aber sagen wir mal so, jetzt so das, wenn man es als Vergleich nimmt, einfach zu einer alten Tradition, dann kann man da so ein bisschen Ähnlichkeiten drin feststellen. Damit, wenn sich jemand ein Bild braucht, um sich das vorzustellen, wie das funktioniert. Also du würdest auch sagen, das ist eine der neuen Heilmethoden der neuen Zeit. Ja, also für mich ist, wie gesagt, ich habe einen Schwerpunkt aufs Business gelegt, weil ich glaube einfach, dass dort Multiplikatoren sind. Jeder Geschäftsführer, jeder CEO, jeder Aktienvorstand an Aktienführer ist ein Multiplikator. Und wenn er hat das ganze morphische Feld seiner Mitarbeiter, seiner ganzen Firma in sich drin. Und wenn da sich was ändert, ja, dann kann man einfach sehr schnell Dinge verändern. Und man kann das sehr tief dann auch gehen in das Feld einer Firma rein. Das macht dann sehr viel. Gell. Das ist ein anderer Ansatz, wenn ich jetzt einen einzelnen Klient habe, was auch wichtig ist. Gell. Aber ich versuche einfach Dinge mehr auf der globalen Ebene zu ändern. Gell. Das bedeutet auch, wenn du das mit dem Kopf der Firma tust, das hat eine Wirkung auf die Basis. Da kann man auch Teamentwicklung auf diese Art und Weise. Ja, genau. Also wäre das eigentlich für jeden Coach, Berater, Supervisor eigentlich auch eine Technik, die... Es ist eine zusätzliche Hilfe und macht einfach bestimmte Prozesse viel leichter einfach, wo man sonst vielleicht mehr Manpower, Zeit braucht, um das Ganze nach vorne zu bringen. Ja, auch was Gesundheitszustand in Firmen, manche haben ein großes Problem mit, dass die Mitarbeiter krank sind, mit Burnout, mit Stress zu tun haben. Auch da kann man sehr gut einfach darauf einwirken, dass sich einfach das Level der Zufriedenheit der Mitarbeiter deutlich erhöht. Mhm. Ja. Das finde ich ganz, ganz spannend. Normalerweise muss man ja mit den Leuten alleine arbeiten, wenn man lernen möchte. Und hier benutzt du das morphische Feld. Genau. Wie gesagt, manchmal reicht allein schon die Veränderung des morphischen Feldes. Manchmal braucht es natürlich auch eine zusätzliche Arbeit mit einzelnen Personen. Gell. Das hängt auch ein bisschen von der Situation ab. Gell. Es gibt auch Firmen, da haben wir auch sehr gute Belege. Da ist beispielsweise das Firmengebäude auf einem alten Friedhof drauf oder wo irgendwelche Kriegsszenen waren immer. Ja. Und sowas ist dann immer schwierig, da Ruhe reinzubringen, wenn man sowas nicht ausgeglichen hat. Gell. Arbeitest du mit jemandem noch zusammen oder machst du das alleine? Ich habe schon Kooperationspartner aus verschiedenen Bereichen, gell? Aber sagen wir so, das eigentliche, so das Kerngeschäft, das mache ich ausschließlich alleine. Gell? Ist auch, sagen wir so, jetzt in dieser Phase meines Lebens mache ich das sehr gerne mal was Eigenes. Ich habe früher viel so Gemeinschaftsprojekte gemacht und im Moment genieße ich es sehr, einfach was Eigenes entwickelt zu haben. Gell? Was nur meine Erfahrung einfach widerspiegelt. Gell? Ist auch mal schön, was einfach zu tun, was man gehört. Ja, und aus sich selbst heraus sich auch entwickeln. Genau. Hast du noch für ein kleines, hast du ein Motto für dich, ein Lebensmotto oder... Ein Lebenssatz, so etwas, wo du dir immer wieder sagst, wow, super. Ja, ich sehe schon, für mich ist so ein Satz wichtig, jetzt Bewusstsein ist die neue Währung, einfach so zu sehen, dass es nicht allein jetzt das Äußere ist, Materielle, sondern dass einfach das Bewusstsein einfach ein Träger ist von Veränderungen und diesen Weg zu gehen und jetzt einfach, sagen wir mal so zu verfeinern und zu optimieren, da ist aber auch bei mir noch nach oben ist da einiges offen. Gell? Das ist natürlich für mich schon eine große Herausforderung und eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Gell? Was ich auch, wo auch viel Herzblut dazugehört und auch viel Empathie und Liebe zu der Arbeit ist natürlich auch wichtig. Gell? Es ist nicht nur jetzt irgendwie die Quanten, das Physik ist ja auch so ein bisschen was Neutrales, sondern es muss ja auch mit Leben gefüllt werden, das Ganze. Ja, aus deinen Worten merke ich, dass wirklich viel Engagement, viel Motivation, viel Herzblut dabei. Ja, ja. Das ist ein Bestandteil der neuen Währung. Ich finde die wunderschön, diese neue Währung. Ja, gut. Gut. Ja. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schönes Motto, das wir gerne weitergeben. Ja, okay. Hast du den Leuten noch eine Botschaft? Möchtest du noch etwas Spezielles noch hinzufügen?
Naja, sagen wir mal so, ich sehe mich natürlich auch eingebettet in einen größeren Bewusstseinsprozess, der im Moment stattfindet, der jetzt über mein kleines Ego hinausgeht, gell, wo ich schon einen Eindruck habe, dass, sagen wir mal so, die lineare Zeit, die man sich vorstellen kann, wie eine neunmonatige Schwangerschaft, nur die hat es schon ein paar Jahrhunderte angedauert, dass das jetzt gerade dreht hin zur Geburt, was dann auch viel mit Chaos, mit Schmerzen, mit Neubeginn zu tun hat und dass wir aber gerade genau an der Stelle sind, wo dieses lineare Denken nicht mehr ausreicht, gell? Und weil einfach die Existenz was Neues haben will und ist dieser große Bewusstseinssprung, gell? Und da bin ich schon einfach dabei, die Leute wachzurütteln oder einfach den einen Sinn zu geben, einfach ein Verstehen, was da gerade passiert. Gell? Dass man da einfach Wege findet, um da für sich einfach, weil es auch eine herausragende Möglichkeit der Transformation ist, gell? Was wahrscheinlich nur alle paar tausend Jahre passiert, dass man das wirklich optimal nutzen kann. Also ich spüre da auch viel Vertrauen ja. in die neue Zeit. In die Veränderungen. Ja. Nein. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, Werner. Okay. Und für die neue Währung. Okay. Ja, danke vielmals. Okay, gerne, ja. Danke.